Hey Leute, manchmal fragen wir uns, was wäre eigentlich, wenn? Und die wahre Antwort auf solche fiktiven Szenarien erfahren wir dann natürlich nie. Hier sind 5 verrückte Was-wäre-wenn-Szenarien, die irgendwo möglich klingen. Was wäre, wenn man eine Pistole im All abfeuern würde? Zeitgenössische Waffen brauchen keinen Sauerstoff mehr zum Zünden, von daher wäre es sogar möglich. Nach der Betätigung des Abzuges würde der Rauch in Form einer kleinen Rauchblase als erstes entweichen. Nicht zu unterschätzen ist jedoch, was nach der Zündung mit der Kugel geschieht. Die wäre nämlich auf einem unendlichen Weg durchs All, da es sich schließlich immer weiter ausdehnt und kein messbares Ende hat. Derjenige, der die Waffe abgefeuert hat, sieht sich jedoch vor einem ganz ähnlichen Problem, denn durch den Rückstoß, den wir auf der Erde gar nicht mal unbedingt so stark mitbekommen, würde er weit nach hinten gestoßen. Im schlimmsten Fall kann dies bedeuten, dass er immer weiter geschleudert wird. Womöglich bedeutet dies den Tod durch Sauerstoffmangel oder Dehydrierung, einsam und allein irgendwo zwischen den Sternen. Besonders bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass es möglich ist, sich selbst in den Rücken zu schießen. Befindet man sich nämlich im Freifall nahe eines Planeten und schießt, kann es vorkommen, dass die Kugel durch den Orbit um den Planeten geschleudert wird und dich in den Rücken trifft. Tja, das wäre wirklich mal ein Selbstmord der besonderen Art. Weiter geht's. Was wäre, wenn die Dinosaurier nicht ausgelöscht worden wären? Vor ca. 66 Millionen Jahren wurde von einem Tag auf den anderen 80% des Lebens auf der Erde ausgelöscht, darunter auch die Dinosaurier. Doch was wäre geschehen, wenn die Auslöschung nie stattgefunden hätte? Nun, ein Geologieprofessor der Universität von Ohio behauptet, es sei gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Giganten dann heute noch existieren würden. Schließlich hatten sie bereits 160 Millionen Jahre die Erde besiedelt und ohne das Zutun einer Epidemie wären sie wahrscheinlich heute unter uns und hätten den obersten Platz in der Nahrungskette eingenommen. Es gibt zudem einige Spekulationen darüber, wie sich die Gehirne der Dinos entwickelt hätten. Forscher gehen davon aus, dass die Evolution zu einer Intelligenz ähnlich der des Menschen geführt hätte. Außerdem wäre es gut möglich, dass sich Menschen in diesem Szenario überhaupt nicht entwickelt hätten. Schließlich haben Säugetiere auch mit den Dinos zusammengelebt, jedoch in Höhlen und eher als Futter für die Dinosaurier und nicht als gleichberechtigte Spezies. Und wir kommen zu, was würde passieren, wenn wir alle gleichzeitig am selben Ort hochspringen würden? Für die Ansammlung der gesamten Weltbevölkerung bräuchten wir ungefähr die Größe von Los Angeles. Doch was würde ein Sprung bewirken? Wären wir tatsächlich in der Lage, ein Erdbeben zu erzeugen oder vielleicht sogar die Erde zu bewegen? Tatsächlich würden wir es schaffen, die Erde zu bewegen, was uns jedoch definitiv nicht auffallen würde. Nur 1/100 der Größe eines Wassermoleküls könnten wir sie bewegen und die Positionsveränderung würde noch nicht mal lange anhalten, da die Erde zurückspringen würde. Von daher zwar eine sehr lustige Theorie, vermutlich aber eher wirkungslos und auch sinnlos. Weiter geht's mit Was, wenn Pangea nicht aufgebrochen wäre? Vor etwa 175 Millionen Jahren spaltete sich der Riesenkontinent Pangea und formte so andere Kontinente, die sich dann zu dem Stadium entwickelten, in dem wir sie heute kennen. Doch was wäre, wenn Pangea nie auseinandergebrochen wäre und der Superkontinent noch existieren würde? Tja, vermutlich würde es uns Menschen dann gar nicht geben. Denn bei einer geografischen Isolation können sich Arten nicht mehr untereinander fortpflanzen, was letztendlich zur Entstehung komplett neuer Spezies führt. Leben alle Arten auf einem gemeinsamen Kontinent, sind solche Isolationsmechanismen nicht gegeben und auch gar nicht notwendig. Ein weiteres Problem für unsere Art wäre außerdem das Klima, denn in weiten Teilen des Landes hätte Dürre und große Hitze geherrscht, große Gewitterwolken hätten sich im Inneren des Landes entladen und dieses Klima wäre ideal für Reptilien, jedoch nicht für Säugetiere gewesen. Also, bye bye Mensch. Und wir kommen zu, was wäre, wenn der Mond verschwinden würde? Da der Mond astronomisch gesehen sehr nah um uns kreist, nämlich in 380.000 Kilometern Entfernung, bestehen zwischen unserer Erde und dem Mond starke Gravitationskräfte. Die Wirkung dieser Kräfte erleben wir zum Beispiel in Form der Gezeiten, Ebbe und Flut. Besonders bemerkbar würde sich allerdings der Einfluss des Mondes auf die Erdrotation machen.
Wäre dieser nämlich nicht mehr da, würden die Meere weiter an die Rotationsachse wandern und somit den Trägheitsmoment der Erde verändern. Da der Drehimpuls jedoch der gleiche bliebe, würde sich die Erde schneller um sich selbst drehen. Für uns bedeutet das kürzere Tage. Sie würden sogar dreimal so schnell vergehen wie jetzt und somit nur 8 Stunden lang sein. Dies würde vielen Lebewesen zu schaffen machen, da die Tage zu kurz wären, um genug Energie zu tanken und die Nächte ohne Mond zu dunkel, um auf Nahrungssuche zu gehen. Ja Leute, jetzt können wir natürlich noch das kleine Spiel spielen. Was wäre, wenn ihr diesem Video eine positive Bewertung geben würdet? Nein, Spaß. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr das natürlich trotzdem tun. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch hier jetzt noch ein weiteres Video anschauen. Wir hören uns wie immer nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.